Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deponia 3 oder gut bei Deponia mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, der jetzt endlich mal wieder weiterspielt. Letzte Folge haben wir erfolgreich dafür gesorgt, dass die Tür hier frei wird. Jetzt gehen wir mal durch. Und rein. Hä? Wer ist das? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Ist das dein Vater? Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Ausgerechnet Wie der. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Aha. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Die Röhren. Ach so. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Bestimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Oh. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Oh nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ah, worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Einen Schluck Kaffee getrunken. Das sind wir. Was soll ich denn jetzt machen hier? Oh, kann ihn. Mit rechts geht nicht. Draufklicken kann ich auch nicht. Oh. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Grünfuß haben wir auch noch. Was macht der? Ach, der steckt ja hier in der Klemme. Guck mal dieses Zeug an hier. Das... Und dann guckt euch mal dieses Zeug an hier. Was haben wir eigentlich noch? Wir haben das hier alles noch. Zu Goal komme ich auch nicht. Ein bisschen wieder hoffnungsloser Fall. Ich fange wieder an und weiß nicht, was ich machen soll. Warentransporter, gehen wir da mal hin. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Nein! War das jetzt richtig? Das war wohl die letzte Kiste. Oh. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Die Warentransporter. Was, Oppenbot oder die Warentransporter? Das Fass? Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Ah, wartet mal. Waren auf diesen Etiketten? Nein, wo waren der? Kriege ich das denn jetzt hin?
Hier, so ein Etikett brauche ich an ihm. Es ist gerade so spannend. Kann ich es ihm denn geben? Ah, wartet mal. Wir können hier zu diesem Fenster gehen. Und? Halt. Kann er hier durch? Macht er es jetzt? Ja, wir können zu diesem Gully gehen. Rufus, was machst du denn da unten? Na was schon, ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Ostholstein-Versorgung? Hast du stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Ich in Arbeit. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Wartet mal. Ich habe keine Maus. Ach so, ich habe noch keine Maus, weil... Jetzt können wir über Umwege, weil wir jetzt hier sind, können wir tauschen. Was? Einfach nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Und jetzt? Oh! Ist da jemand? Hallo? Hallo? Ich bin's, na, das Fass. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Paul, nein! Wo ist Gohl hin? Gohl ist weg. Gohl? Hä? Ah, jetzt ist hier offen. Wo ist Gohl jetzt hin? Oh, ich sehe hier nicht durch bei diesen Rohren. Dann kommt er jetzt da wieder raus. Und da kommen wir hier unten raus. Jetzt ist Gohl weg. Was soll ich denn jetzt machen? Weiter. So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun... freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Oha. Was ist das? Das ist das Hochboot. Ein Knopf. Mehr kann ich hier erstmal gar nicht machen. Ich gehe da. Kann ich da? Codeeingabe. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Ich guck mal alles durch, aber... wir haben ja nichts. Hier fehlt uns Gohl zum Großwerden. Da kann ich noch hin, das habe ich gar nicht... Da habe ich gar nicht hingeguckt.
Das soll das letzte Hochboot sein. Aha. Aha, mit Propellerantrieb. Ach, hier. Diktiergerät. Tresor. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Und er drückt. Was ist das? Paravent? Da kann ich mich verstecken. Mehr geht ja hier erstmal gar nicht. Aha. Argus, sein Diktiergerät. Mhm. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Und jetzt? Na, großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Appenbot, die Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Ja, du zum Beispiel. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Oh. Wissen Sie etwas darüber? Tja, ich weiß da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Alarm aus. Aha. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Schreibtisch. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Soll ich ihm jetzt das Ding geben? Warum kann ich mich da hinten verstecken? Da kann ich den Alarm ausschalten. Kann ich das da wieder rauflegen? Niemals. Dann kann er den Tresor öffnen und alles ist im Eimer. Ach so. Das ist ja eigentlich auch logisch. Was passiert, wenn ich da hinten gehe? Habe ich denn andere Wege? Fenster. Was war das? Schon besser. Aha. Das Fenster kann ich nicht aufmachen. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Kratze ich nicht immer am Arsch. Viel. Soll ich das abspielen? Play. Eject. Zurück. Ist ja auch interessant. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Schreibtisch. Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Hm?
nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich! Was war das? Schon besser. Ali, was hallo? Was muss ich hier noch machen? Ich muss Alarm auslösen. Sprich irgendwie. Mit mir! Nichts. Das liegt wohl daran, dass hast der Alarm gehört? Gerade aus ist. Sprich mit mir! Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. So, ich Ali, kann hallo? Jetzt hier... Imne Dot. Ich würde gerne alle ausprobieren. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Oh Gott, ob das... Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Oppenbot, schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm auf. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir? Kann nichts machen. Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der... Kann nichts machen. Er soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren. Genau, können. Genau. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Das geht wohl noch weiter. Warte. Ja, Herrschaft. Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo? Oh, die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Ja, das wäre sehr schlau. I'm Nidot? Imnedot? Keine Ahnung, was das... Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I-M-N-I-D-O-T. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, I-M-N-I-D-O-T? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Weiß nicht, ob das nicht gut... Negativ. Kommando zurück. Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Aber wenn Alarm ist, kann ich ja nicht die Gelegenheit zur Flucht nutzen, ne? Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Ich habe ja keine Maus. Doch, ich habe eine Maus, ich Blödmann. Wenn ich den Knopf betätigen kann. Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich muss Wunder erleben. Was zum... Vielleicht können wir das... Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Oppenbot, schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm auf. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Oppenbot? So, jetzt. Ich war ja doof. Alarm. Der hier? Nein, der? Wer soll sich dabei konzentrieren? Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Genau. Ich will hier raus! Weg! Hilfe! Help me! Raus! Nein!
Und nu? Ich kann da nur noch... Ah, da ist noch ein Fenster. Ja, aber dann entdecken die mich doch. Aber ich habe das Fenster jetzt auf. Ich habe das Fenster jetzt auf. Darum ging's bloß. Nur das Fenster aufmachen, um da oben hinzukommen. Geschafft, Herr Amtmann. Na also, wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Aber ich glaube, ich kann jetzt... Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Ich glaube, ich kann jetzt... Kann ich jetzt... Habe ich jetzt einen Tauschding? Ja, Herrschaft. Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo? Ich kann mit ihm noch tauschen. Sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir! Huhu, bitte kommen. Nichts. Ali, auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Sprich mit mir! Den hören wir da oben immer noch schimpfen. Kann ich die... Hast du gehört? Das erledige ich lieber allein. Mit mir! Ich kann dir das Ding nicht weggeben. Aha. Ja, ich könnte jetzt... Ali, hallo! ...hier rausgehen. Sprich mit mir! Und zu diesem Fenster? Ja, aber hast du gehört? Entdecken die mich doch! Mit mir! Das macht also auch keinen Sinn. Na, das versuchen wir in der nächsten Folge herauszufinden. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sag tschüss! Amtmann! Sprich mit mir! Mehr kann er nicht.